Ja, guten Morgen. Marcel Mahoney und ich, wir haben heute Morgen die Freude, Ihnen unser PIM-System bei Stibeltron vorzustellen. Wir haben, wann haben wir angefangen? 2017 oder sowas das haben wir war angefangen. Ende, ne? 18 eigentlich. Irgendwie richtig. Sowas haben wir angefangen, ein neues PIM einzuführen. Und von dem Projekt und was wir da alles aufgebaut haben, würden wir jetzt gerne berichten. Ja, kurz zu uns. Mein Name ist Patrick Stein. Ich bin bei Stibeltron in der IT zuständig für die Themen Infrastruktur, Schnittstellen, Security, PIM, unsere Internetauftritte, alles, was da so zugehört. Ich sage immer, alles außer SAP gehört zu mir. Genau, und meine Aufgabe war es im Kontext von Stibeltron, das PIM-System, das DAM-System mit einzuführen. PIM und ICOM sind so meine ursächlichen fachlichen Themen. Daneben beschäftige ich mich seit 5 Jahren mit dem Thema Änderungen in Organisationen, in Teams, auch als Agile Coach. Gut, erstmal ein paar Fakten zu Stibeltron. Ich glaube, mittlerweile sind wir doch recht ganz bekannt. Bei Stibeltron glauben wir schon sehr, sehr lange daran, dass Elektrizität, die einzig wahre Energie ist, in Anführungszeichen. Elektrizität steht eigentlich unbegrenzt zur Verfügung. Und deswegen haben wir uns auch schon seit Jahren eigentlich fokussiert auf elektrische Produkte. Also wo man uns ganz erkennt, ist der Durchlauferhitzer. Klassisch, der unterm Waschbecken hängt, sieht man auch sehr oft. Aber eigentlich mittlerweile verstehen wir uns als Wärmepumpenhersteller. Wir sind über 5.000 Mitarbeiter. Mittlerweile sind es 5.700 weltweit. Haben letztes Jahr das erste Mal über 1 Milliarde Euro Umsatz gemacht und sind immer noch traditionell ein Familienunternehmen, wobei das nicht nur ein Buzzword ist, sondern wirklich tatsächlich die beiden Brüder Stiebel sind aktiv, also nicht aktiv im Unternehmen, aber regelmäßig zu sehen. Und das Thema Familienunternehmen ist uns ganz, ganz wichtig. Ein paar Brands, die wir haben. Einmal die Kernmarke Stibeltron, dann die Firma Tekalor, die allerdings nur auf dem deutschsprachigen Markt unterwegs ist. 2018 haben wir in Schweden die Firma Thermia gekauft, auch ein Wärmepumpenhersteller. Und 2019 die Firma Zimmermann Lüftung mit den Marken Proxon und Dataros in Freudenberg. Wir sind jetzt fast 100 Jahre alt. Das ist unser Gründer Theodor Stiebel, der damals eigentlich klassisch den Ringtauchsieder erfunden hat. Hört sich jetzt banal an, aber damals hatte man das Problem, man hat mit dem Tauchsieder Wasser erhitzt und es gab keine automatische Abschaltung und dadurch kam es regelmäßig zu Bränden. Und er hat halt quasi den ersten Ringtauchsieder erfunden, der sich selbst abschaltet. Was immer die Grundlage war auch für die ersten Durchlauferhitzer. Seit 1976 produzieren wir Wärmepumpen. Ich habe tatsächlich noch so eine Wärmepumpe im Betrieb gesehen, also die gibt es wirklich noch. Und funktionieren mit auch hervorragend. Wärmepumpen sind fast 60% unseres Umsatzes, die uns jetzt mittlerweile ausmachen. Schicke Hose, ne? Ja, seit 2022 sind wir Partner bei Borussia Dortmund. Ich persönlich, ja. Dann wäre die Folie rot gewesen. Okay. Aber wir sind hier im Ruhrpott und ich denke mal, deswegen sind wir Premium-Partner von Borussia Dortmund. Obwohl rot ist auch Union. Ich ne? weiß, die unser Mitbewerber, die Besitzer sind große Dortmund-Fans, die haben sich dann Richtung Bayern München gewandt. Aber wir waren die ersten bei Borussia Dortmund. Gut, gucken wir die Produktionsstätten an, wo wir unterwegs sind. Einmal in Bangkok und einmal in Thailand,
in Bangkok und in Tianjin in China, das ist in der Nähe von Peking. Dann haben wir viele europäische Werke oben in Schweden, in Arvika, in Poprad in der Slowakei. Das liegt in der Hohen Tatra, also landschaftlich sehr wertvoll. Und ansonsten, ich sag mal, alles rund um Deutschland. Holzminden, Freudenberg, Hameln. Aber gegründet mal in Berlin, ne? Gegründet ursprünglich mal in Berlin, genau. Aber da kam ein Krieg dazwischen und deswegen mussten die aus Berlin raus. Ja. Und das Witzige ist, einer der ersten Tauchsee, da steht tatsächlich noch bei euch im Feuer. Das ist schon mal interessant, so ein ollen Tauchsee. Wer kennt noch einen Tauchsieder? Oh, doch, okay. Mit Original-Patentschrift. Ja. Gut, dann kommen wir dazu, wozu Sie alle hier sind. Kurz, wo kommen wir her? Wir haben 2003 Mediando bei uns eingeführt als PIM-System, ursprünglich mal, um einen Preiskatalog für den Vertrieb Deutschland zu erstellen. Und das ist tatsächlich der PC, mit dem der Preiskatalog bis 2019 erstellt worden ist. Also das Ding wurde gehütet und wirklich nur für den Preiskatalog rausgeholt. Man sieht auch den kleinen Dongle da noch. Das war also, ja. Und wie viele Seiten hat der Preiskatalog da? Oh, ich glaube irgendwie aber auch 500 oder 600 Seiten, ne? Oder sowas. Ne? Also ursprünglich 2003, In-Between-Template, das hat bis 2019 gehalten. Das heißt, wenn jemand mit dem Knie gegen den Dongle gestoßen wäre, dann wäre die Preiskatalogproduktion gescheitert. Ja. Also absolut outdated Version, Windows XP, also völlig ganz alt. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht nur bei uns so, das gibt es überall. Damals unsere Webseiten, die aus dem PIM-System gefüllt worden sind. Ja, wie man damals eine Webseite aufgebaut hat. Rechts war dann halt dieser Produktschnellanstieg, wo man das suchen konnte. Das war auch mit PIM-Daten, aber das war keine richtige Schnittstelle, sondern da lief dann zweimal die Woche ein Datenbankabzug, den hat man ins Web reingepusht und so weiter. Flash wollte die Seite auch noch haben. Bitte? Flash wollte die Seite auch. Ja, Flash gab es. Aber das ist jetzt ein Screenshot von 2012, also da war Flash noch. Ja. Also aus IT-Sicht bin ich froh, dass es weg ist. Aber die Marketeers sehen das anders. Gut, kurz zur Systemlandschaft konnte man sehen, in der Mitte Kern Mediando. Wir haben damals auch schon SAP, ist unser zentrales ERP-System, unsere Materialstammdaten rübergeschoben. Und hatten den Lauda Mediaport per FTP-Schnittstelle, wo wir halt Produktbilder in einen Hotfolder gelegt haben, der dann ins Mediando importiert worden ist. Print lief damals mit InBetween und irgendwann fiel das Thema ERP-Label für uns vom Himmel und ja, das hat man dann irgendwie dran geflanscht. Wobei ich zugeben muss, das läuft heutzutage immer noch. Also da hoffe ich mal, dass wir es in den nächsten zwei Monaten das abgelöst haben, weil da kennt sich keiner mehr mit aus. Das war so eine Riesenkatastrophe. Und das Thema Websites, das war reine Datenbankspiegel, also vom PIM-System rüber ins Web rüber gespiegelt und dort wurden die Produktdaten rübergeschoben. Dokumente oder sowas haben wir wirklich manuell die Webseiten mitgefüttert. Ja, warum haben wir dann ein neues PIM-System gesucht? Ich meine, gut, einen Grund haben Sie eben auf dem Screenshot gesehen. Das ist schon unternehmenskritisch, was da gelaufen ist. Aber das Mediando-System war eigentlich rein fürs Werk Deutschland, also für Holzminden, nutzbar. Weil erstmal Mediando gab es nur in Deutsch. Dann nicht webbasierend, das heißt, ich konnte aus Thailand konnte ich keinen drauflassen. Das hätte auch per Citrix hat es einfach nicht funktioniert. Und Ziel ist es eigentlich strategisch gewesen, alle Produktdaten aus allen Werken in ein PIM-System reinzukriegen, in eine Datenbank. Ich will vielleicht mal was zu der Überschrift ganz kurz ergänzen, weil da steht Why Hybris. Hybris für die ist, wahrscheinlich wissen es die meisten von ihr, ist aber die. Heute die SAP CCV2, also die Commerce Cloud in der Version 2. Als wir angefangen haben und wie es manchmal so ist, dann werden Begriffe aufgeladen, da war die Firma Hybris von SAP noch nicht gekauft. Aber heute ist es das Commerce-System und damit auch PIM-System der SAP. Vielleicht ganz kurz als Ergänzung. Ja.
Wichtig für uns war mehrsprachig, browserbasierend und wichtig ist einfache Schnittstellen. Ja, das System muss man einfach Daten rauskriegen. Wir haben dann einen Pitch gemacht mit mehreren Systemen. Ich glaube, wir haben 7 oder 8 Systeme haben wir in der Auswahl gehabt. Und ja, Stiebel ist eine SAP-Company und so sind wir letztendlich klassisch bei Hybris gelandet. System läuft nicht auf der Cloud, läuft bei uns im Rechenzentrum mit einer HANA-Datenbank und ja, wir versuchen es so lange wie möglich zu verhindern, in die Cloud zu gehen. Warum? Weil es preislich einfach eine Katastrophe ist. Das ist schon eine Frechheit, was die SAP da nimmt, was so ehrlich ist. Muss man ganz offen sagen. Das ist einfach der Grund ist das. Man könnte Hybris jetzt nicht als eigene Cloud-Lösung außerhalb der SAP-Landschaft laufen lassen, sondern es läuft mehr oder weniger schon eine Verzahnung. Ja, das ist ja, also ist schon ein eigenständiges Produkt, aber mittlerweile ist es ja so ein Konglomerat, wo das alles drin läuft. Das heißt Cloud for Customer. Und da ist die Hybris ein kleiner Teil von, ich glaube, CRM ist mittlerweile da Marketing, drin. Marketing. Marketing Cloud und was sie haben. Also typisch SAP, ja, die packen dann alles in eine Riesenlösung rein, wo man nur so ein bisschen von braucht und zahlt ein Riesengeld dafür mittlerweile. Es ist abgekündigt, glaube ich, Ende 2024 ist die On-Premise-Version abgekündigt. Mal sehen. Also bis jetzt haben wir gesagt, wir lassen es erstmal laufen. Das Problem ist, muss man auch dazu sagen, dass SAP Commerce im Fokus hat, aber das PIM-System mehr oder weniger, man kann sagen, nicht mehr weiterentwickelt. Da gibt es einige Features, die noch hinzukommen, aber im Vergleich einfach mit anderen PIM-MDM-Anbietern sozusagen hängt Hybris, SAP Hybris, einfach als PIM-System, nicht als Commerce-System, aber als PIM-System einfach hinterher. Wir haben uns damals auch bewusst entschieden, dass wir nicht das stärkste PIM genommen haben. Also da gab es auf dem Markt weit stärkere. Aber das Konglomerat zusammen mit der Commerce-Lösung hat letztendlich den Ausschlag gegeben. Das die Frage hätte ich jetzt noch gestellt, weil Sie hatten geschrieben, warum Hybris oder warum eben die integrierte Lösung in SAP. Mir hat bei den Aufzählungen der Punkte so ein bisschen der USP gefehlt, aber jetzt sagen Sie gerade, was der eigentliche Grund dafür war. Der ist total nachvollziehbar. Ja, genau, das ist halt dieses Konglomerat mit der Commerce-Lösung. Das hätten sicherlich andere PIM-Systeme mit anderen USPs anders punkten können. Wir möglicherweise. Haben auch anders gepunktet. Genau, aber das ist eine Abwägung. Ne? Wir fangen jetzt an, Webshops auszurollen bei uns, sind noch selbstentwickelte Webshops. Aber das ist eine Frage der Zeit, bis wir da auch auf ein Commerce-System brauchen, das zu tun. Also Webshop, wo man ganz klar sagen muss, B2B, ne? Ja, rein Fokus. So einen ganz kleinen Part B2C bei Tekalor, wo Sie Zubehör und Filter sowas bestellen können, aber 99,9% B2B. Ja, es kommt auf den Markt an. Also Fokus in Deutschland ist Großhandel. Tekalor ist der Fachhandwerker, aber die meisten Märkte sind wirklich zweistufig. Wenn wir uns das System jetzt mal anschauen, unterscheidet sich so viel gar nicht von dem anderen System. Schnittstellen sind in der Masse dazugekommen. Allen vorweg die EPRIL-Datenbank, das ist von der Europäischen Union, wo Hersteller ihre Geräte registrieren müssen Energiedaten hinterlegen. Ehrlich gesagt, das Ding ist die absolute Katastrophe. Sie schlagen sich auch mit rum, ja? Schnittstellen, also EU, also das, wenn man an EU denkt, dann kommt da alles zusammen bei der EPRIL-Datenbank. Also die zu befüllen, ist echt Riesenhäuser eben. Wir sind dann gewechselt von InBetween zum Printkometen. Dort leiten wir halt Preiskataloge aus, da kommen wir gleich noch dazu, für, glaube ich, 15 Länder, glaube ich, mittlerweile. Marketingbroschüren werden ausgeleitet über den Printkomet, also das ist unser zentrales System mittlerweile. Ich kann mal fragen, was ist der Grund gewesen, warum Sie gewechselt haben? Gab es da einen Aufschlaggeber? Von InBetween zu Komet? Mhm. Das war damals die Empfehlung, eigentlich, als wir den Pitch gemacht haben, aller Anbieter, die gesagt haben, Leute, mit euren Anforderungen nehmt den Kometen, okay, weil das ist halt das State-of-the-Art-Produkt und das sind Themen, die InBetween nicht bieten kann. Ne? Genauso sind wir vom Laudab Mediaport zu Zelum gewechselt.
wo da auch Laudert selber gesagt hat, Leute, was ihr wollt, das können wir gar nicht mehr, geht zu Zellum und da habt ihr halt eine Lösung, die eure Anforderungen mehr erfüllt. Ganz wichtig ist für uns, für unsere Großhändler, Datenlieferungen, die geliefert werden müssen. Da gibt es ETIM, BMEK-Daten, die wir regelmäßig auch mit Hilfe eines Tools von SQLi ausleiten. Das sind XML-Ausleitungen. Das geht mittlerweile wirklich auf Knopfdruck. Also das ist, da haben vorher wochenlang Leute dran gesessen. Und das geht auf Knopfdruck, läuft das Zeugs raus und fertig. Und neben dem, dass wir die Daten strukturiert haben, war auch unsere hauptsächliche Aufgabe, gemeinsam natürlich mit über das Thema Schnittstellen. Ich will eine Schnittstelle mal hervorheben, also weil ich weiß nicht, wer alles SAP Hybris einsetzt und Zellum vielleicht auch. Es gibt ja viele, die diese Kombi auch im Einsatz haben. Da habt ihr auch das Thema Performance, weil ja, ich sage mal, wir müssen viel, wenn man mal 10 Jahre zurückdreht, da musste man nicht so häufig Daten liefern. Heute ist das alles mehr oder weniger auf Knopfdruck viel häufiger und so weiter. Und die Schnittstelle, die Standardschnittstelle von Zellum nach Hybris, da lief für 30.000 Assets, lief der komplett Datentransfer. 72 Stunden oder so. Ja, aber es war, also ich weiß nicht, aber ich hätte jetzt 60 gesagt. Aber und wir haben es jetzt mit einer neuen Schnittstelle auf 1,5 Stunden runtergedrückt. Ne? Und also das ist schon mit ein Hauptfokus, neben dem, dass man natürlich die Daten, ich meine, Sie können sich vorstellen, wenn das System Mediano seit 2003 entwickelt wurde, es wurde immer viel rangestrickt, aber solche Themen wie Klassifikation, Kategorisierung und so weiter waren überhaupt nicht im Blick damals 2003. Und das haben wir natürlich auch mit eingeführt und damit ist Stiebel Eltron natürlich heute ganz anders, Daten auszuliefern. Wobei wir da bei der Migration natürlich auf die Nase gefallen sind, weil die Datenklassifikation sich absolut verselbstständigt hat damals in dem System. Damals, ja, ja. Jeder gemacht hat das. Sie hatten, glaube ich, noch eine Frage. SAP Hybris. Ja. Wir setzen bei uns auch Hybris ein als Cloud-Lösung. Wie viele Ressourcen brauchen Sie im eigenen Haus, um Hybris zu steuern, zu erweitern, Templates zu hinterlegen, solche Sachen? Also ich habe bei mir im Team einen Hybris-Administrator. Dann haben wir für die Datenpflege haben wir ein PIM-Team mittlerweile von 6 oder 7 Leuten, die nur Datenpflege im System machen. Und natürlich ganz, ganz viel mit SQLi, wo wir noch zusammenarbeiten, was Weiterentwicklungen angeht, Systempflege und so weiter. Wobei, weil Sie Templates sagten, ne? Also hier ist ganz klar der Fokus auf PIM. Hier wird mit dem Backoffice gearbeitet. Das ist jetzt nicht Template-Entwicklung oder so in dem Sinne, dass wir also, dass das, was man im Web sieht, ist Adobe mit ein paar rangestrickten Commerce-Komponenten noch. Das ist noch nicht die Commerce Cloud. Ja, insofern ist der Vergleich sozusagen, wie viel Menschen man braucht sozusagen zur Bearbeitung, hinkt wahrscheinlich ein bisschen zu Ihrer Frage. Ja. Man sieht das ganzheitlich. Okay. Headless-Technologien nachher vorne zu arbeiten, weil wir haben ja das klassische Prinzip, man hat ein Shop-System, man hat eine Webseite und der Kunde fragt sich, sind da 2 Firmen oder was machen die da? Also das sind ja, da geht es ja schon mit los. Und dann kommt Point of Interest dazu, haben sie eine dritte URL und so geht das dann immer weiter und das ist natürlich sehr kompliziert. Genau. Und wir versuchen das ja auch irgendwie zu vereinheitlichen, aber mit unserem Hybris, Das ist aber im Headless, also dieser Composable-Ansatz ist möglich, also geht. Das ist auch ein Grund, warum wir das Commerce-System noch nicht eingeführt haben, weil immer so ein bisschen mit dem Online-Marketing man da im Clinch liegt, wie man es jetzt macht und alles sowas. Also das ist bei uns hieß es immer, Hybris ist ja nur ein Shop-System, ist ja kein richtiges Frontend, was man auch für den Kunden in alle Richtungen nutzen kann. Ja, also das konnte man früher schon mit dem Accelerator, natürlich, ich will nicht über das Thema Aufwand reden und heute Sie können ja jedes CMS da drüber schieben, also das ist kein Problem. Ja, okay. Ich glaube, hier Sie hatten noch eine Frage. Und das Tool, Ausleitung von Arge und so weiter, das ist ein eigenes Tool von Ihnen, genau. Also nichts mit, unterstützen Sie auch mehrere ETIM-Versionen da drin? Also ist jetzt mit, ja, im also Prinzip wir schon. Angefangen mit 7 und sind jetzt bei 9, ne? 9, ja. 9, ja.
wo pflegen Sie das dann? Pflegen Sie das im Hybris die Version oder werden die dann nur gemappt? Im Hybris. Das Mapping wird im Hybris gemacht. Ja. Die PIM-Pflege ist im ganz normalen Backoffice vom Commerce. Angepasst natürlich, ne? Angepasst. Ja. Ja, genau. Okay. Das würde ich im Nachgang gerne sehen. Sehen? Haben wir einen Screenshot da? Wir können mal sehen, dass wir uns mal einloggen können. Können wir machen, klar. Doch, müsste gehen. Ja. Sie sagten vorher, Sie haben 8 Datenpfleger. Sind die alle in der IT organisiert? Nein, im Produktmanagement. Bitte? Im Produktmanagement. Im Produktmanagement, ja. Also es ist unterschiedlich, wenn es um Produktgarten geht, Produktmanagement und dann marketingmäßig ja, Texte pflegen und so weiter. Jetzt nicht ja, bloß Texte, ich will das nicht. Endkundentexte macht ja. Das Marketing, aber die Sind Sie wahrscheinlich als Coach dabei, weil Produktmanagement im Kopf ausschlagen. Also die Haupt... Da kommt die, mal was dazu. Ein Produktmanager, der sowas macht, der muss schon... Nein, das ist ein extra, durchgehen. Das extra ein Team. Ja. Also das war im Mediano, haben es tatsächlich die Produktmanager selber gemacht. Ja. Und wir haben jetzt wirklich ein komplettes Team, was nur Datenpflege fürs PM macht. Und der PM gibt es dann in der Hybris frei. Aber letztendlich ist er verantwortlich für seinen Produktbereich. Ich sprach vorhin davon, dass der Datenabgleich von 60 Stunden auf 1,5 Stunden oder so ähnlich reduziert werden soll. Das war die Schnittstelle Zellum Hybris. Wir wollen unser Hybris mit über Rest an das DAM-System direkt anbieten. Genau. Da braucht kein Abgleich mehr stattfinden. Weil dann werden doch die Bilder on demand quasi mit ausgespielt. Ja, wenn das von der Performance her hinhaut, dann müssen Sie schauen, weil wir machen das auch so, wir machen auch keinen Live-Zugriff von den Webseiten aufs PIM-System, sondern wir spiegeln wirklich die Daten. Weil erstmal haben wir kein 24-7-System zur Verfügung. Nee, also wir haben es momentan noch getrennt, Hybris als Shop und Webseite über TYPO3 und aus dem DAM-System wird das Bild quasi gepusht auf den Webserver. Aber Hybris hat doch nur die Metadaten. Hybris hat nur die Metadaten, also nicht die aktiven Komponenten. Wir schieben nicht die Assets hin und her. Da können Sie doch 10 Milliarden Daten setzen. Das war aber diese Schnittstelle, die das Problem war, die Schnittstelle, die Zellum damals geliefert hat, ist ehrlich eine reinste Katastrophe, weil die... Ja, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben. Da waren andere Logiken drin. Also es so ist ja viel, auch so viel Abfragen und sowas. Ich vermute mal, die Kunden sind auf die eingeprescht und die haben alles dran geflanscht, was geht. Und das war total überladen. Ja. Also die Standardschnittstelle, ich weiß nicht, ob sie heute jetzt noch im Portfolio ist. Roxy, weißt du das? Die Standardschnittstelle Zellum Hybris, ist die noch im Portfolio? Nee, gibt aber die, das ist die überarbeitet, ist genauso lange. Dauert, ist genauso langsam. Okay, also, gut. Ja. Ansonsten, was noch vielleicht interessant ist, unsere Übersetzung. Wir arbeiten mit der Firma Balthasar zusammen und liefern dort Daten aus Hybris und die schieben uns Daten aus ihrem TMS wieder zurück. Funktioniert auch sehr, sehr gut mittlerweile, auch hochautomatisiert. Eine Frage zum PLM-System. Ja. Also die Produkte entstehen erstmal außerhalb im PLM-System. Wir haben verschiedene PLM-Systeme im Einsatz. Also Produkte entstehen bei uns im Windchill. Ja. Was wir haben, Kontakt im Database, das sind die Dokumente, Bedienungsanleitungen, okay. Produktdatenblätter und sowas, die entstehen dort in dem System. Aber ich rein habe die. Ich habe jetzt über das DAM nicht verstanden. Dann ist klar, wenn diese Art von Dokumentation geht, dann ist das klar. Ja. Genau, also die CAP-Daten selber, die liegen bei uns im Windchill. Da können wir drüber weggehen, ne? Ja. Das haben wir schon reichlich gemacht. Haben wir jetzt drüber gesprochen, ne? Gut, Webseiten, nur mal ein Screenshot, sind mittlerweile auch ein bisschen moderner geworden, werden alle Webseiten komplett aus Hybris beliefert mit Produktdaten. Also wenn Sie oben auf Products und Solutions gehen, kriegen Sie Daten, die alle aus unserem PIM geliefert werden. Der Preiskatalog ist von der Struktur her, die ursprüngliche Struktur ist beibehalten worden. Es ist ganz, ganz viel dran gebaut worden. Was man hier zum Beispiel sieht, diese ganzen Icons und sowas, das sind alles Informationen, die am Artikel gepflegt sind in Hybris. Und die dann das PIM-System, das Print-System verarbeitet und anzieht. Weil da gibt es gerade, was Red Dot Award angeht und so, muss man auch Gültigkeitsdaten beachten und sowas. Das läuft alles
über die Hybris dann rein. Und dort sind die Daten hinterlegt. Also das Thema User Experience oder wie es Horst Huber in dem Eröffnungsvortrag sagt, das Thema Brühwürfel, spiegelt sich hier in dem Katalog jetzt noch. Das, du warst jetzt bei dem Eröffnungsvortrag nicht dabei. Da kannst du mit dem Wort Brühwürfel jetzt nicht so viel mit anfangen. Also das Thema Storytelling, Narrative und so weiter, das spiegelt sich hier in diesem Produktkatalog in dem Maße noch nicht so in dem Aussehen wieder. Aber schon in der Zahl der Daten, in der Komplexität, was einfach dargestellt wird, da ist einfach alles dann vorhanden. Bitte, ich. Was sind denn die Zahlen? Wie viele Seiten, wie viele Produkte sind in den Preis? Ich glaube, mittlerweile haben wir 800, 900 Seiten, glaube ich, da drin und 15 Länder, aber natürlich auch mehrsprachige Länder wie die Schweiz dabei, wie Belgien, wo denn die Sprache halt potenziert wird. Also es wird zentral alles über das Print-System und die Hybris ausgeleitet, auch von diesem PIM-Team. Was die Datenpflege macht, die produzieren auch die Preiskataloge zentral für alle Gesellschaften. Mit einer jährlichen Revision oder on demand? Zweimal jährlich gibt es eine. Es gibt eine Hauptversion Anfang, Ende des Kalenderjahres und Mitte des Kalenderjahres gibt es dann immer noch ein Update. Und zusätzlich natürlich Marketingbroschüren und sowas, was unterjährig jetzt. War in Frankfurt unsere große Messe, da sind vorher ganz, ganz viele Marketingbroschüren erstellt worden und so weiter. Eine Frage noch? Ja. Wie hoch ist der Automatisierungsgrad? Der ist mittlerweile so hoch, dass Sie auf den Knopf drücken und der Katalog rausläuft. Was dann nachher noch manuell gesetzt wird im InDesign, sind die Marketees nennen sie mal Schmuckseiten, wo dann ein Vorwort vom Geschäftsführer und alles sowas. Aber ansonsten haben die fast 100%igen Automatisierungsgrad. Was sie da kommen also keine InDesign-Seiten aus, sondern machen direkt die PDF-Renderer? Nee, InDesign doch, und dann kommen die Seiten, die Schmuckseiten werden dort im InDesign eingeführt. Okay. Weil wir noch teilweise oldschool sind, wir drucken noch. Und die schicken denen dann die Original-InDesign-Dateien zum Drucker. Und die schießen dann wirklich noch einen Katalog raus. Aber mittlerweile, wir sind, glaube ich, vor 10 Jahren hat man noch 40.000 Exemplare, jetzt sind wir unter 4.000. Also das geht ganz, ganz stark zurück. Inhaltsverzeichnisse auch vollautomatisiert? Ja. Inhaltsverzeichnisse, Paginierung, alles vollautomatisiert. Ja. Alles drin. Gut. Okay, dann war ich super. Jetzt mal von der Zeit her, glaube ich, noch ganz gut. Danke. Kriegen Sie keinen Schreck. Ich erzähle jetzt, Stiebel Eltron ist ja an der Stelle die viel, viel interessantere Firma, gerade in der heutigen Zeit, Wärmepumpen und so weiter. Ich will bloß ganz kurz SQLI, der Name. Wir hießen mal Osudio, den kennt vielleicht der eine oder andere. Jetzt gehören wir zu einer französischen Mutterfirma SQLI. Also als digital Agentur sind wir schon ein Riesenladen sozusagen mit 2300 Leuten insgesamt, die in unserer Agentur letztendlich arbeiten. Was zeichnet uns aus? Wir bieten am Markt sozusagen die gesamten, wir sagen dazu Zyklus an, also wir sind nicht bloß eine Techie-Company, die die Daten oder die Systeme umsetzt und einen Blick auf Daten hat, auf Datenqualität, sondern wir versuchen eigentlich wirklich den strategischen Ansatz in den Vordergrund zu stellen und aus einer Digitalstrategie heraus Themen wie Customer Excellence, PIM, MDM und so weiter zu entwickeln. Das ist unser Ansatz und wenn Sie da mal rumgehen, sehen Sie eben dort eben bis hin zu Projekten und zu solchen Themen. Ich war dankbar, Sie haben ja im Prinzip ein super Stichwort Change Management, das ich dankbar aufnehme im Prinzip, haben wir im Blick und entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden. Also ich habe das hier. Und haben dazu ein Framework entwickelt wo wir alle unsere Leistungsbestandteile methodisch auch abbilden, wie wir in Projekten vorgehen. Und ich habe jetzt auch überlegt, was ich Ihnen erzähle. Natürlich
hat das alles jetzt, wie wir im Projekt vorgesehen, Bezug zu dem eigentlichen Projekt. Aber ich möchte eigentlich genau über das Thema Change Menschen reden. Hier geht es ganz viel um Daten und um Prozesse. Und PIM sind ja vor allen Dingen auch, wenn ich das einführe, sind ja auch Prozesse. Man wird da sehr schnell immer auf Systeme reduziert. Aber gerade das Thema PIM ist ja hoch. Also aus organisatorischer Sicht. Wenn ich sehe, was, falls wir in das Projekt gestartet sind, was wir noch für Ideen hatten, ja, weil die Leute im Labor selber sollen selber Daten pflegen und alles sowas, dann haben wir alles über den Haufen geworfen. Wir haben gesagt, okay, wir machen ein zentrales Team und die pflegen zentral für das komplette Produktmanagement. Wobei die Teams natürlich dann auch international sind. Ja. Das heißt, wir haben auch in Thailand Leute, wir haben in China Leute, die ihre Daten dann selber direkt einpflegen. Und das gab es vorher gar nicht bei Medianum. Ne. Da hat jeder eigentlich gemacht, was er wollte. Genau. Also haben wir mal einen Blick vielleicht auf die Projektorganisation insgesamt, auf die Menschen und auf das Thema Change Management. Sieht doch ein bisschen anders aus jetzt als auf meinem Mac. Also, wenn wir uns mal die Systemarchitektur noch mal ansehen, vorhin die etwas einfache jetzt, sehen wir da? Die Komplexität ist doch erheblich gestiegen und die muss letztendlich von einem Team gemeistert werden. Und da entstehen eigentlich auch viele Fragen, wie wir uns im Unternehmen aufstellen und wie wir genau Ausgaben bestmöglich ausgeben, zu einem gewissen Zeitpunkt etc. pp. Ich habe mal ein paar Fragen aufgeschrieben, die ja auch Druck auf Teams letztendlich ausüben. Und das Thema Unsicherheit, wie gehe ich mit bestimmten Sachen um? Ständig sind wir in Lernprozessen drin. Ich sag mal, früher gab es eine Produktions-Deadline für einen Katalog. Und was ist, wenn heute das System auf einmal nicht mehr richtig arbeitet? Wir hatten es ehrlicherweise beim Printkatalog auch 2022, war es das beispielsweise, auf einmal hat die Hybris das nicht mehr geschafft. So einfach von der Last, da wurden zu viele Kataloge in der Print-Suite parallel erzeugt. Und schon hatten wir auf einmal eine zu hohe Last auf der auf SAP Hybris drauf. Wie gehen wir damit, aber mir geht es jetzt gar nicht um das technische Thema, wie gehen wir damit um? Wen frage ich dann, wenn irgendetwas nicht funktioniert? Ich kriege manchmal auch so eine Frage, da fehlt auf einmal, ja, da fehlt ein Bild. Wieso ist das nicht da? In Cellum habe ich das, in Hybris sehe ich die Meta dann auch, aber es wird im Print nicht ausgegeben. Gar nicht das technische Problem, sondern wie gehe ich damit um? Vorhin kam auch, wen frage ich denn da eigentlich in dem Moment? Weil dann steht ein zeitlicher Druck dahinter, ich muss morgen in die Produktion gehen, es muss zur Druckerei. Und diese Komplexität hat sich erheblich erhöht. Und wie gehe ich mit neuen Systemanforderungen, wie entwickle ich die parallel? Und wir haben halt nicht ein System, ein Mediando, eine Datenbank, sagen wir mal, sondern wir haben ein komplexes System, was sehr ineinander verzahnt ist. Und wenn, jetzt starten wir Projekte, haben ja so die Eigenschaft, das mache ich einmal, nicht mehrmals. Wenn Sie diese ganze Komplexität hören, wir hatten schon 10 PIMs eingeführt. Und sagt von vornherein, ich weiß, wie das alles geht, in einem Dreivierteljahr bin ich fertig und das System läuft. Wer kann das sagen? Das will ja keiner. Will ja keiner. Ja, vielleicht. Also keiner kann wahrscheinlich mit Sicherheit den Arm nehmen. Und deshalb ist die Frage, wie gehen wir damit ran? Früher haben wir, also als ich auch angefangen habe, damals meine ersten Systeme zu entwickeln, im Team haben wir noch solche dicken 300-Seiten-Konzepte geschrieben und die waren das Papier da auch damals schon nicht wert, wenn sie aus dem Drucker rausgekommen sind, weil vielleicht nur 40% stimmten. Deshalb, und das ist mir einfach wichtig, und wie sind wir auch in dem Projekt vorgegangen? Wir sind agil vorgegangen, wir haben ein gemeinsames Team gebildet, wir hatten rollierende Zyklen, wir haben sehr, sehr eng sozusagen so zusammengearbeitet, dass wir ständig im Austausch waren. Also auch ich kannte damals, das ist ja schon im alten Jahrtausend noch gewesen, sozusagen, da hat man sich noch ein halbes Jahr als Dienstleister, als Beraterfirma, das war damals PwC, zurückgezogen, hat ein System entwickelt, dann hat man plopp gemacht und dann sagte der Kunde, ich wollte was ganz anderes sagen. Ja. Und insofern ist es mir wichtig, einfach mal zu sagen, agiles Arbeiten ist für mich der einzige, ob das Scrum ist oder eine andere Methodik, ist egal, aber
arbeiten sie eng miteinander zusammen, egal ob jetzt mit einem Dienstleister oder nicht. Es ist meines Erachtens die einzige Art und Weise, voranzukommen. Wobei ich sagen muss, wir haben uns am Anfang sehr, sehr schwer damit getan, weil wir dann, ich sag mal, nicht so eine agile Organisation waren, sondern klassisch aufgestellt, und so haben wir uns sehr, sehr schwer mitgetan. Und das ist genau das Thema Change. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist eine Riesenumdenke. Heute sind wir ja auch vier, fünf Jahre weiter. Da ist auch viel passiert, und heute ist das Thema Agilität, wie gehe ich damit um? Aber auch nur eine Agilität führe ich nicht ein, indem ich irgendwelche Leitplanken definiere und Prozesse definiere. Das muss gelebt werden. Und ich erzähle mal gerne ein Beispiel. Zahlen, also wie viel schaffe ich zum Beispiel in 2 Wochen? Wie viel Storypoints schaffen Entwickler zu entwickeln? Das können Entwickler im Rückblicken sozusagen so empfinden, oh, ich werde kontrolliert. Bei uns ist es mittlerweile so, deshalb waren wir am Anfang sehr vorsichtig mit solchen Zahlen, auch in Richtung des Entwicklungsteams. Heute ist es so, dass die Entwickler sogar am Ende des Sprints nach diesen Zahlen fragen. Und das ist eine komplett, die haben sich einmal gesagt, wir wollen wissen, wie wir uns verbessern. Da ist eine Eigenverantwortung entstanden. Und, ich habe da mal eine Frage, und das ist klar. Noch zu. Wie haben Sie es geschafft, die Geschäftsführung des Unternehmens damit zu nehmen? Weil das finde ich oft spannend. Die Mitarbeiter verstehen es, glaube ich, schneller als die Geschäftsführung, wenn ich in agile Prozesse gehe. Der Geschäftsführer sagt, wir machen ein Projekt, dann habe ich 3 Eckpunkte. Leistung, Termine, Kosten. Ja. Erfüllst du die? Und dann komme ich und sage, jetzt mache ich agiles Projektmanagement. Ja, ja. Da sagt er dir, aber da steht doch gar nicht, wann du fertig bist. Du kannst mir heute noch nicht sagen, was es kostet. Ja. Du kannst mir auch noch nicht sagen, was der Leistungsumfang ist. Wie willst denn du Geld von mir dafür haben für dieses Projekt? Ja. Das widerspricht sich ja so ein bisschen. Wie schafft man das? Wie kriegt man, weil ich glaube, im Endeffekt muss es ja so sein, dass die Geschäftsführung voll dahinter steht und sagt, wir gehen den Weg mit, ne, und wir unterstützen das. Darf ich um eins bitten, ja. Patrick? Dass wir einfach mal durchgehen. Erstens, das ist eine hochinteressante Frage, ja, mit der wir ständig auch zu kämpfen haben. Ich würde vielleicht, ist es okay, wenn wir ganz kurz durchgehen und dann gucken wir, wie viel Zeit, und wenn nicht, dann müssen wir einfach sehen, dass wir vielleicht das draußen nochmal, also gerne. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir noch? Ich weiß es nicht, wir haben ja später begonnen, wie viel Zeit wir noch haben. Deshalb bin ich ein bisschen... 5 Minuten. Ich sagen, noch 2 Minuten. Nee. Ja, der Plan, aber wir haben 10 Minuten später begonnen, und dann nehme ich mir das Recht, auch so 10 Minuten nochmal. Wir können nur länger machen. Genau. Also, was mir nochmal wichtig ist, alle, die Systeme heute entwickeln, kennen diese Form von Story Definition, ist mir egal. Und das zahlt auch auf dieses Dreieck ein, was Sie eben an, denken Sie vom Nutzen, von dem Why, wofür mache ich es? Das ist die einzige Sache, wie man auch in so einen Überzeugungsprozess bei Ihnen ist die Geschäftsführung auch hineingehen kann. Und ich kann aber auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, auch Geschäftsführer sehen das mittlerweile und wissen und sehen auch, wenn sie Systeme nach dem Wasserfallmodell eingeführt haben, dass es dann trotzdem noch ein Jahr länger gedauert hat. Die Erfahrung haben die ja auch. Ja. Ja, okay, deshalb, auch das hatte ich genannt. Wir führen gerade S4 ein, also kann ich diesen rollierenden Zyklus zu haben, immer eng zusammen, und das haben wir sehr eng gemacht. Und auch hier mussten wir ganz klar mit der IT, das hat von uns aus immer relativ zügig funktioniert, aber auch andere Mitarbeiter, das Produktmanagement mitzunehmen. Und da kann man auch nicht sagen, oh, warum kapieren die das nicht? Sondern es dauert, also solche Änderungsprozesse dauern ihre Zeit. Das ist eine Änderung, das bedeutet Umdenken, und das mache ich nicht von heute auf morgen. Kurzes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie putzen sich wahrscheinlich 2-mal am Tag die Zähne, oder? Und stellen Sie sich vor, ich gebe Ihnen die Aufgabe, das 3-mal am Tag zu machen. Simple Sache. Ja, gehe ich hier mittags nochmal, putze mir die Zähne. Halten Sie das ein Jahr durch? Wie lange? Und deshalb kleine Schritte und hier eng zusammen, immer rollierend. Das ist das, was ich jetzt hier in aller Kürze, wenn ich jetzt hier die Folien so durchpeitsche, nochmal sagen kann, da springe ich drüber hinweg. Und einer meiner Lieblingsland ist ja auch nochmal, weil wir das auch gerade wenn wir über Projekt, über Change Management nachdenken. Wir können irgendwo, kann ich hier einen Schaltkreis rausnehmen, kann einen neuen ranmachen. Dann ist der Patrick Stein 10-mal so schnell getaktet und rennt hier rum. Also ich sage mal Maschinen, was ich damit sagen will. Eine technische Entwicklung passiert viel, viel schneller, aber die Entwicklung, wir als Menschen, wir sind halt einfach nicht so, wir brauchen unsere Zeit. Ja, und das muss man wissen,
Und deshalb ist es wichtig, dass, da wir alle mit Menschen zu tun haben, das auch auf Organisationen, auf Teams zu übertragen. Wir haben es im Projekt, aber übertragen Sie mal noch eine Stufe höher auf Organisationen. Das ist nochmal eine andere Komplexität und da gibt es ganz andere Wirkmechanismen, über die ich heute nicht reden kann. Ich will noch mal wir haben aber auch das Projekt nicht jetzt sklavisch nach dem agilen Manifest durchgeführt. Nee. Ne? Also wir haben da eine gesunde Mischung eigentlich gefunden, die für uns am besten war. Und vielleicht auch auf den Kontext dieses Kongresses mal hinzugezogen. Also wir von SQLI, klar, wir kümmern uns natürlich um das Thema PIM, MDM. Da gehen wir nach diesem, ich sag mal, was Sie vorhin als Periodensystem gesehen haben, gehen wir vor und wir haben auch sowas, das nennt sich House of PIM, sozusagen, wo wir auch nochmal sagen, was für Bausteine gehören in ein solches System rein. Aber es gehört, der Gesamtblick ist vor so einem Projekt wichtig. Das heißt, agile Methoden. Und ich gehe, da sind schon viele, aber es gibt noch einen Schritt weiter. Und das, wenn Sie sich fragen, was soll das? Also einige von Ihnen kennen vielleicht dieses Eisbergmodell. 20%, das ist auch bei Agilität so, sehen wir hier oben. Sie wissen aber einen Eisberg oben irgendwo. Sie wissen, sehen nicht, was hier unten ist. Und ich habe immer dieses Bild in Projekten vor mir, wie viel man nicht sieht. Was ist in uns drin? Denkweisen, Verhaltensweisen, Ängste, Gefühle. Und dafür müssen wir uns Zeit nehmen und da müssen wir drauf gucken. Und deshalb Teil eines solchen Projektes, eines digitalen Transformationsprojektes, sollten immer auch, wir nennen das die Organizational Change Management sein. Und wer mich ansprechen will, was heißt Systemical View Beyond Agile, das ist aus dem Systembegriff von vielleicht kennt der eine oder andere von Luhmann sozusagen die systemische View, Perspektivenvielfalt, Menschen mitnehmen, hier drunter gucken. Extrem wichtig für den Erfolg jedes Projektes. Und was könnte das zum Beispiel sein? Ich will mal hier ganz klar, unsere Empfehlung ist wirklich nicht bloß Ziele zu definieren, sondern wirklich auch sozusagen diesen Stern, wo man hinterher rennt, zu definieren, den Sinn zu definieren. Warum mache ich es oder wofür mache ich so ein Projekt? Binden Sie die Führung ein, Leadership Management, ganz, ganz wichtig. Ich will überhaupt nicht über Führung an der Stelle meckern, aber natürlich ist es gut, wenn eine Führung und sinnvoll, wenn eine Führung sowas mitträgt. Solche Zähler wie Fehler, wie gehe ich mit Fehlern um, Kommunikation und Vertrauen, Eigenverantwortung. Sie kennen alle, Sie arbeiten oft Silos und arbeiten abteilungsübergreifendes Arbeiten, passiert oft mit Silo-Denken und sagt, warum passiert das? Ich sage, ganz oft hat das hiermit zu tun. Ja? Und am Ende geht es um die Projekt- oder auch Organisationskultur. Und mir war es wichtig, das mal abseits von PIM, Daten und so weiter, Ihnen einfach mal zu sagen, da ist noch etwas, was heute auch in den Fachzeitschriften noch nicht so hervorgehoben wird, was ich für sehr wichtig halte. Gut, Drive Findings at the End. Agil, Nummer 1, ist einer der großen Erfolgsfaktoren. Zweitens, Menschen sind keine Maschinen, gib ihnen Zeit. Und drittens, kleine Änderungen haben einen großen Impact. Und haben Sie einen Blick auf die Organisation, auf Menschen und ihre Teams. Sie werden bessere Qualität, wir werden effizienter arbeiten und vor allen Dingen die Mitarbeiter werden zufrieden sein und werden bei Ihnen bleiben. Und das ist heute einer der wichtigsten Punkte. Gut, da habe ich irgendwas falsch gemacht, da ist noch irgendwas drin, was ich vorher nicht gesehen habe. Dann haben wir es, glaube ich, ne? Ja. Sprechen Sie uns gerne an zu Fragen. Ich weiß jetzt nicht, ist jemand von Werk 2 hier? Nö. Also wir haben, solange uns keiner rausschmeißt, oder sind die neuen? Die nächsten stehen schon da. Ihr seid dann dran. Okay, dann ihr steht mit der Route da. Ja, aber wir haben auch 10 Minuten später begonnen. Insofern. Die Pause ist eh vorbei. Danke. Ja.